Dr. Peter Wind ist Teil einer Besitzergemeinschaft, die in diesem Jahr auch wieder ein Derby-Pferd stellt. Das ist Capone. Wann ist die Entscheidung gefallen, Dr. Wind? Ja, die ist eigentlich in den letzten Tagen gefallen. Wir haben uns überlegt, da starten ja nun leider doch ein bisschen weniger Pferde. Und unser Pferd ist gar nicht so schlecht. Er hat noch nicht so viel gebracht, aber wir sind Optimisten und auch Außenseiter müssen dabei sein. Und wir sind natürlich einer der größten Außenseiter. Aber ich glaube, wir können vielleicht in die Plätze laufen und das ist auch wirklich unser Ziel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das Derby gewinnen. Natürlich träume ich davon, aber vorstellen kann ich mir das nicht. Aber wenn ich jetzt so auf dem vierten, wenn wir auf dem vierten Platz, fünfter wäre auch noch gut, das können wir vielleicht schaffen. Und das werden wir auch anstreben. Wir werden die Taktik auch so machen. Und das ist ja auch nicht schlecht dotiert in diesem Gruppe-1-Rennen mit 650.000 Euro insgesamt. Das darf man ja nicht vergessen. Damit repräsentiert Capone Hamburg, ne? Ja, genau. Und jetzt hat sich ja meine Tochter auch so engagiert und da freue ich mich besonders. Und ich finde auch, jetzt sollten nochmal die Hamburger sollten wirklich mal hinter Capone stehen. Wir geben uns wirklich alle Mühe, das verspreche ich. Das Pferd ist auch ganz gut drauf, ist kein Überpferd, aber wer weiß. Manchmal sind die Pferde im Training noch anders wie im Rennen. Und das Rennen, ich wünsche den anderen nichts Schlechtes, aber es kann ja auch mal ganz anders laufen. Und dann haben die ein bisschen Pech und plötzlich kann unser da und schwuppdiwupp ist er da. Das kann passieren, das hat man in Hamburg-Horn auch durchaus schon erlebt. Ja. Wissen Sie denn, Sie sind Arzt, wo ist denn Ihre Herzfrequenz so um und bei, wenn die Startboxen aufgehen zum 149. Idee Deutschen Derby? Also meine Herzfrequenz ist ungefähr über 90, weil ich bin dann doch schon so ein bisschen vegetativ gesteuert. Und ich werde auch an dem Tag, ich bin ja der Rennbahnarzt, ich habe für Ersatz gesorgt, ich habe also andere Kollegen eingesetzt. An dem Tag werde ich auch nicht als Rennbahnarzt arbeiten, das ist mir zu aufregend. Kann ich gut verstehen, dann toi 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 Hals und Bein für Capone und für Sie. Vielen Dank.